da mit dem Luis. Wir gehen wieder Skibiken. Heute in Grindelwald. Wir sind inmitten von riesigen Bergen. Gonna be sick. Yes. Hey, yo, welcome back zu einem neuen Sander Smith Vlog. Heute ist wieder Skibiken angesagt. Ich bin beim Luis, wir sind in Interlaken. Wir sind auf dem Weg auf Grindelwald und jetzt müssen wir die Track Session noch schnell umbauen zum Skibike. Und jetzt haben wir da mein zweites Kit. Oh, da hat es ein bisschen viel Puff drin. So, wir müssen bei seinem Velo eigentlich das gleiche machen wie bei mir. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung die Ski Transformer Kit, wo ihr die könnt bestellen, kaufen. Jetzt nehmen wir da beim Luis auch einfach schnell Kurbel weg, Kettenführung weg. Der Wechsler hat er jetzt gerade schon weggenommen, die Räder sind schon weg. We're ready to go, oder? Nachher war das eigentlich schon gewesen, ja? Ich habe eine diese. The Dream! Ski haben wir schon dran. Nur noch schnell Kurbel wegnehmen, Motocross Packs dran und Kettenführung weg und dann. Let's go! Okay, Skibike ist ready. Jetzt gehen wir schnell Tickets holen. Dann, ja, let's go. Jetzt im Auto auf dem Weg auf zwei Leute. Dort parkieren wir das Auto, steigen in den Zug. Mal schauen, wie die Kondukteure schauen mit unseren Velos. Zwei Track-Session mit Skibikes. Holy shit. Jetzt warten wir auf den Zug. Luis macht dann noch ein Setup. Yes. Today we're just gonna send it. Angeschnallt haben wir es. Yeah. Jetzt sind wir gerade in die Firstbahn eingestiegen. Mega freundliches Personal. Unsere Bikes haben eine eigene Transportgondel gekriegt. Kommen jetzt ein paar Gondeln hinten dran nach. Wir sind da schon drin. Inmitten von riesigen Bergen. Eiger, Mönch, Jungfrau. He? Kleine Scheide. Kleine Scheide, Wetterhorn. Wir sind hier oben angekommen, Wetter ist einfach Hammer. Luis schießt sich gerade das erste Mal schon in die Hose. Ja, schon klar für jemanden, der das noch nie gemacht hat und nicht weiss, wie bremsen. Und da ist gerade mal schmal und steil. So dort, wo man eigentlich nicht anfängt. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt einen kleinen Crashkurs, das kommt schon gut. Hey. Ausgesehen, du bist top. Hey, thanks. Yes, let's go. Oh, es wird so lustig. So, Goggle auf. Oh mein Gott, ist das Glas geil. Holy shit. Schön im Griff. Ja, ey. Ja! Ja! Dick! Wow, der Schnee ist geil! Okay, Planänderung. Wir haben uns gerade probiert, auf den Sessel drauf zu schmuggeln. Hat nicht funktioniert. Aber ich habe auf seinem Blatt gesehen, dass er mit dem erlaubt ist, um auf der Piste zu fahren. Nur Sessellift ist nicht erlaubt. Also gehen wir jetzt da die Piste runter. Ist sowieso einfacher für Luis zum Anfangen, weil er mehr Platz hat, flacher ist und ja, breiter auch. Also jetzt gehen wir die Piste runter zuerst und nachher mal schauen, was wir noch machen. Ja, und er geht schon Vollgas. Ich kenne das Gefühl, wenn man denkt, man kann nicht mehr bremsen. Einfach laufen lassen. Juhu. Ja, aber er macht sich gut, er macht sich gut. Yes. Ja, du hast es. Nur ein bisschen Gleichgewicht und gut. Okay. So das Gefühl von, fuck, ich kann nicht bremsen und ja, es wird immer schneller, gell? Bist du ready? Ja, yeah, let's go! Yeah! Oh, der Schnee ist so geil! Das wird lustig! Luis, du gehst vor, let's go! Come on, Boostin! Yeah. Oh, es sieht so nice aus da! Von wegen steil, ey! Oh, so geil, Alter! Yes! Oh! Yo! Come on! Ja! More of this! Wow, der Schnee ist so geil! Jetzt hat er es im Griff, der Luis! Bis er bremsen muss! Ah, jetzt wird es ein bisschen steiler! Sick! Ja! Power Grip! Wow, 180 Grad Kurve! Yeah!
Pass auf, da. Man macht so schnell Fortschritt, das ist so geil. Wo die Schlittenpiste macht echt Spaß. Perfekte Schnee da. Ja! Was für ein Safe! Wow! Alter! Hey, crazy! So sick! Yo! Yes! Jetzt gibt es schon recht Gas, der Luis. Ist geil! Ja! Full Speed! Steil und eng. Das ist für Skibike-Anfänger der Tod. Oh. Oh. Da komme ich nicht einmal beim Luis nahe. Oh. Ja. Oh. Man wird zum Teil schon recht schnell. Ist crazy. Du machst es sehr gut. Da sehen wir jetzt mal, wie schnell man das im Griff hat, wenn man ein bisschen Velo kann fahren und vielleicht auch ein bisschen Ski kann fahren. Wenn man so das Gefühl hat, für Kante gehen und für Velo fahren, dann hat man das also super schnell im Griff. Luis macht das da schon echt super. Fiel sogar schon um, ist am Umdriften. Aber das ist gerade seine allererste Abfahrt auf so einem Teil. Er hat nie so etwas Ähnliches gemacht. Das ist echt crazy. Die Schlittenpiste macht echt Spass, weil es so wie eine Strecke ist, wo du halt fahren kannst. Mit Kurven drin. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Jumps drin haben, weißt du, wie sick. Jetzt sind wir hier in einer von diesen Mittelstationen. Und vorher haben wir ja eine extra Transportgondel für unsere Skibike. Jetzt sind wir da, haben keine Transportgondel. Jetzt haben wir es probiert, in die normale Gondel reinzunehmen. Ist jetzt aber nicht gegangen. Jetzt nehmen wir einfach das vordere Kit schnell weg. So, Luis, erste Abfahrt jetzt. Wie ist es für dich? Was sagst du dazu? Sketchy. Es ist das mega dran gewesen, weil du willst unbedingt bremsen beim ersten Mal. Und normalerweise mit dem Velo machst du das ja mit deinen Bremsen, mit den Bremshebeln. Aber du kannst ja nicht brauchen und echt so mit dem Gefühl umzugehen, dass du immer schneller wirst, schneller. Und du musst. Du kannst wie nur Karven verlängern zu werden. Ist noch speziell. Aber Effekt, ja. Hey, auf jeden Fall spaßig ausgesehen. Ja. Alright, Luis got now the GoPro. Full send. Neck drift. Probier nochmal eine. Ich probier mal nochmal mit der Karte da. Straßenblockade! Achtung! Oh, der Drift! The Dream! Wow, drop! Oh, jetzt ist es wie ein Trail, oh, Pump Track! Yo! Oh, the sun! Wow, yo! Yo! Matti! Sorry, dead, was ist? Da hure Maschine! Moin, mein Gott! Wir haben alle Lüfte gemacht. Ja, ich hab's gesehen. Geile Scheiße, Mann. Mach Spaß. Hey, mega. 3, 2, 1. Piep, 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 piep! Yo! Zieht er mich noch ab, der Luis? Ja! Yo! Wow, ist das geil!
Holy shit, und dann noch mit dem Licht und die Hügelpiste. Juhu! The best thing ever! Wow! 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 Wow, die Hügel sind so geil! Jo, das wär's auch schon wieder gsi. Leider, wow, hat es viel Spass gemacht. Es war so lustig. So crazy gsi. Wow. Hoffentlich auch ein bisschen eindrücklich für euch, um zu sehen, wie das jemand handhaben kann am allerersten Tag. Noch nie vorher so irgendetwas gemacht. Und er hat es sehr gut gemacht, mega schnell gelernt. Es ist nicht so schwierig, man muss einfach in sich vertrauen und senden. Ja. Gut, Mann. Ja. Mega Spass gemacht. So lustig. Es erweckt richtig den Ehrgeiz, wieder weiterzumachen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Mal müssen lachen. Wenn dem so ist, like nicht vergessen, kommentieren etwas Cooles und dann sehen wir uns im nächsten. Peace out!